Grüß Gott und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Yu-Gi-Oh! Death Pro mit dem Rigger Nigger Philipp. Alter, was geht denn bei dir kaputt? Die Endbombe! So, Schnauze hier. Ich habe ja mein Deck ausgewählt. Ich auch. Bist du? Ich auch. Bist du jetzt wieder voll ruhig nach letztem Duell? Das war ja schon ein bisschen hektisch, ne? In unserem Alter ist das schon übel. Nein! Ich bin zurück. I'm back. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich mach dich kaputt. Ich wette mal, du hast jetzt ein anderes Deck genommen. Ja. Also der letzte Folge war auch einfach richtig geil. Zwei Abstürze. Welche Abstürze? Denn jetzt? Weiß ich nichts von. Ich auch nicht. Das ist niemals passiert. La la. Ah, du nimmst ja schon wieder dasselbe Deck. Ich tue nur so. Mir gefällt es irgendwie. Gibt nur viel zu wenig Pendelmonster. Bin schon sehr gespannt, wenn es da die ersten richtigen Decks zugibt. Hab ich schon. Ach ja. Ich kann nicht beschwören. Was hat denn der drauf? So. Nichts. Nett. Nett. Du Russe. Du Philipp. Du Philipp. Ah. 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 Hab ich noch Tee übrig? Jetzt hab ich mich geoutet. Als Engländer. Na, wegen dem ganzen Tee. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich diesmal auch den anderen Effekt zeige. Man muss dazu sagen, Leute, in dem Deck ist halt jetzt auch nicht mehr wirklich mehr drin. Das ist jetzt wirklich zu Demonstrationszwecken und ein paar nette Sachen drin. Was ist denn da los? Ist richtig sinnvoll mal wieder. Ach, willst du mich dann wieder angreifen? Ja. Ja. Schon bitte? So. So. Nein! Oh, Entschuldigung. Zerstören! Okay, erstmal Husten, fahr jetzt magischer Zylinder aktivieren. Bitte. Hättest du machen können. Das wäre ja schon sinnvoll gewesen bei 0 Angriffspunkten, muss man schon sagen. Schon kritisch. Jetzt hast du wieder dein Cyberdrachen-Deck genommen? Hey, Kaiser? Nein. Ach, in Verteidigung. Das ist ja auch die Kaiser-Deck. Nur Cyberdrachen, Cyber. Cyber. Cyber, bitte. Cyber. Diese ganzen Cyberdrachen-Core, Cyberdrachen 2, Cyberdrachen 25.000. Was ist das jetzt? Passt ja nicht durch. Kybernetisch verborgene Technologie. Oh, Cyberdrachen-Deck ist aber eigentlich auch schon geil. Ich fand das Zane in der Serie auch echt cool. Kannst du ja mal erzählen, welche Charaktere fandest du denn immer cool? Tja. Deine Mutter? Die besonders. Ja, die war schon. Die war schon eine taffe Frau. Das ist jetzt kritisch. Ich will nichts aktivieren. Ne, wie er einen immer abfragt. Ja, das ist ja genau. Total. Wandert halt alle aufs Extra-Deck. Und der Zane war schon, der war schon top. Bis er böse wird. Obwohl er danach ziemlich cool war. Mit seinem geilen neuen Deck. Du meinst Zane, ne? Ja klar, Zane, Alexis, ist ja logisch. Zane ist auch richtig cool. Das gehört der Alexis, fand ich immer. Bombe. Alexis fandest du immer geil. Also, ne, geil, ja. Geil. So, jetzt, wir kennen's ja. Dann fand ich noch cool. Jaden. Reden wir nur von GX? Nö, so generell. Achso, nur dann Yugi, ist ja. Achso, jetzt. Hä? Wieso kann ich das aus der Hand auswählen? Was ach ich so, ein bisschen schade finde, das ist die. Ja. Kralle des. Oh Gott. Christias und die Klaue des Hermes und den ganzen Mist. Naja, dass es den nicht in echt gibt, ne? Ja, die gibt's nicht. Das ist schade. Ja, hätte ich auch echt gerne. Wobei, ich glaube, die Kralle des Hermes. Nee, warte. Kralle des Hermes? Ich glaube, die gibt's in echt sogar, aber die hat dann einen ganz anderen Effekt, so einen ganz abgeschwächten. Mhm. Gibt's auch. Doch, da gibt's eine. Eine gibt's. Eine davon gibt's auf jeden Fall. Die sind vor kurzem rausgekommen. Ich glaube, Orekalkos gab's früher auch nicht. Yu-Gi-Oh! Death Pro gibt's zumindest nie. Achso, ja, das kann sein, aber ich glaube, echt, das ist ja auch vor kurzem erst. Yeah! Warte. Nein, jetzt hat er noch was dagegen, oder wie? Verdammt! Das ist nicht so gut. Ja! Fu! Ja! Fu!
Ich könnte heute ausrasten. Weil du so toll bist. Nee, rat mal, was für, bei mir für eine Nachricht steht. Oh nein! Heute ist echt. Nee. heute ist echt der Wurm drin. Heute ist echt der Wurm drin, ey. Aber echt. Ja, Leute, würde ich sagen, wie letztes dann sehen Mal. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Und wir sind wieder zurück. Nach dieser tollen Serverleistung. Ich halte gerade Daumen nach oben. Abonnieren. Favorisieren. Ja, okay. Und hier. So. Daumen nach oben auf jeden Fall, immer. Ja, bei ihm. Bei mir, nur der, bei mir. Der steht auf sowas. Nein, das hab ich schon wieder. Okay. Oh, naja. Hier, das. Hast du auch. Warte. Was? Du hast auch noch 5 Karten. Guck dir das mal an. Was ist denn das für ein Mist? Was ist denn das für ein Mist? Also, Leute, sorry, aber der Server ist heute richtig. Der ist heute Bombe. Der ist heute richtig Bomben. Bombenstimmung. Ich aktiviere das einfach mal, okay. Ach du Heiliger, ey. Was ist da denn los? Okay. Das ist echt heute. Das ist heute echt super. Heute ist echt der Wurm drin. Das ist mit den 5 Karten, das ist ja echt ganz. Ach du Heiliger. Nee. Nee, die aktiviere ich jetzt noch nie. Mach dich auf altmodische Art und Weise fertig. Auf altmodische? Oh nee, nee. Das Problem ist, dass ich bei einem Deck bei auf bestimmten Karten scheiße. Dass ich, die jetzt nicht gekommen ist, vermute ich. Dass ich an bestimmten Karten sehr abhängig bin noch. Und wenn ich die halt nicht ziehe, also wenn ich sie ziehe, dann geht's richtig ab. Aber wenn ich sie nicht ziehe, dann dann passiert das da. Ach, der greift mir nicht mal an. Nee, den hab ich nicht nötig. Was? Oh. Nein, ich wollte ihn nicht aktivieren. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Bist du eigentlich komplett geistig behindert? Alter, ich bin, glaube ich, echt geistig behindert. Ja, auf jeden Fall. Habe ich dir schon immer gesagt. Oh nein, jetzt habe ich die Auto. Ich wollte jetzt eben beschwören. Ich habe so, ne, so falsch gedacht und habe es dann aktiviert. Verdammt! Du bist schon ziemlich blöd. Ja, töt mich bitte. Ich habe es nicht verdient, auf dieser Welt zu leben. Ey, ich bin einfach nur dumm. Ich bin echt scheiße. Das ist ja zu einfach. Ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, was die Karten drauf haben. Das ist zu einfach. Oh nee. Nee, nee, nee. Aber den Festungsrahmen finde ich schon extrem geil. Der ist auch ziemlich geil. Kann man so festhalten. Ey, jetzt greift er mich auch noch an. Du lässt mich mit 1000 Punkten am Leben. Ja. Ich glaube, ich hätte dich auch mit 0 Lebenspunkten am Leben lassen können. Ja, am Leben besonders. Und du hättest mit diesem Schmach leben müssen. Oh nein, diese Schmach! Ich halte es nicht, Alter, was ist das denn jetzt? Okay, ich. Ach so, ach ja! Es greift dann nicht mal an! Ich hab's nicht nötig. Ja, ich zerstöre gerade meine eigene Karte. Du hast schon richtig gesehen. Hat mich jetzt extrem. Ja, ich weiß, aber ich wollte die ja nicht haben. Und ich weiß nicht, wie man die. Ob man die sonst irgendwie gut loskriegt. Oh nee, nee, nee. Ach ja, ich hab's gar nicht nötig, anzugreifen. Jetzt zögert er es noch hinaus, damit meine Schmach noch größer wird, wenn ich dann doch verliere am Ende. Oh, oder nee. ich verliere. Das wäre lustig. Ich feiere die Musik schon extrem hart. Hab ich gemacht. Ach du warst das, hast du kombiniert. Kombiniert. Also ich hab mir von überall das Beste genommen und dann hab ich das zusammengefügt. Nur das Beste. Es fehlt irgendwie so das Auge des Tigers und sowas. Philips Beste. Okay. Lass mal das. Oder so Helene Fischer, das wäre geil. Oh ja, bitte. Beste Schlagermusik von Helene. Heb die Hände. Das ist nicht. Nein, Helene. Das ist doch Mopping. Das ist warum? Die Alter, ich kotz gleich. Was ist das denn für eine Scheiße? Alter, ich schmeiß die jetzt weg. Also, jetzt nicht falsch verstehen.
Man, weißt du, wenn du auf eine, kennst du, das kennst du doch bestimmt, wenn du auf eine Karte wartest, auf eine einzige. Nö, nee, kenn ich nicht. Nö. Ist generell unbekannt aus dem Spiel. Ja. Spiegelkraft. Stimmt so. Das war so Arschloch. So, ja. Du wirst dich noch selbst zerstören. Was? Nein, ich wollte ihn nicht beschwören. Du bist ziemlich dumm. Oh, Alter, halt die Schnauze. Greif dich jetzt an. Das wäre so blöd. Ey, ich wollte dich setzen, dann beschwöre ich die. Alter, ne. Ne. Jetzt vorbei. Jetzt vorbei, Philipp. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ah. Das tat weh. Das ist schon kritisch jetzt. Langsam. Welches Level hatten das? 4. 4, 7. Dann, da. Scheiße. Ach, jetzt geht er erst auf die Battleface, damit ich erstmal um mein Leben zittere. Alter. Junge, okay. Philipp, bitte, wenn du mich jetzt noch 2 Züge am Leben lässt, dann habe ich die Karte. Okay. Ich würde die jetzt eh wahrscheinlich nicht mehr ziehen. Okay. Das ist langsam echt deprimierend. Okay. Seht ihr, Philipp ist ein netter Gegner. Der lässt einen am Leben. Ja. Was total schlau ist. Bis er seine stärkste Kombi zusammenkriegt und all seine Viecher beschwört. Ja, alle. Alle. Ich beschwöre alle in meinem Deck. Wortwörtlich in dem Deck. So, Ene, Mene, Mithe. Das war die falsche. Das kann die. Also war das jetzt die falsche in deinem Sinne oder in meinem Sinne? In meinem. Oder in beiden Sinne? Oder im gar keinen Sinne? Doch. Hör auf mich zu verwirren. Lass mich in Ruhe. Kraftbündnis. Nee. Absolute Verteidigung. Denk dran, ich hab noch einen Zug. So, jetzt bin ich. Komm, jawohl. Mir scheißegal. Endlich diese Scheiße hier, ey. Ich aktiviere jetzt Spiegelkraft, dann heißt er verloren. Glaube ich auch. So. Einmal aktivieren. So, jetzt aufpassen, dass ich den nicht zerstöre, wollte ich sagen. Hä? Warte. Jetzt bin ich... verwirrt. Ja. Hä? Wieso? Bist du sexuell verwirrt? Denkst du, du bist schwul? Verwirrt besonders. Es ist einfach... Wieso kann ich die nicht aktivieren? Was? Weil du gay bist. Was ist... Hä? Was ist denn hier los? Ich verstehe gerade gar nichts. Zeit läuft zur Hälfte ab. Naja, ich hab's im Blickfeld. Einmal pro Spiel zu... Also... Ja... Das ist super jetzt hier. Warum kann ich die nicht aktivieren? Ich müsste die ganz normal aktivieren können. Alter, ich... Nö. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht mal. Ach egal, jetzt kann ich wenigstens irgendwas machen. Ah, das ist ja super. Wie du einfach nichts willst hier. Ich mach gerade alles falsch. Alles falsch hier. Du beschwörst ihn im Angriffsmodus. Ja, extra ist... Wieso konnte ich nicht... Ich erklär's mal kurz. Ich wollte den Magier der Zeitmanipulation ganz normal aktivieren. Das ging nicht. Ich konnte alles aktivieren, außer sie. Ich verstehe das nicht, ey. Geht doch alle nach Hause. Kann ich noch irgendwas machen? Aktivieren? Dass du kontrollierst. Ja, kann ich später machen. Weißt du, mit 0 Angriffspunkten und dann in Angriffsmodus. Du bist ziemlich behindert. Ich bin schon so behindert, ey. So. Wow, das war einfach... Das bringt es überhaupt nicht. Das war so sinnvoll gerade. das kann die. Für deine Hand ein Panel. Ja, kann ich machen. Ja, ich bin so los. Danke. Danke, Spiel. Okay, wenn du mich jetzt am Liegen bläst, dann haben wir noch, ne? Ich glaube, jetzt könnte ich es, glaube ich, echt noch hinkriegen. Oh nee. Hä? Oh. Wa? Ich glaube nicht, dass er so schlau war jetzt. Macht nichts. Greif bitte nicht, dass das in Angriffsmodus ist an. Bitte. Ich weiß, Leute, das ist jetzt hier alles ein bisschen... Na! Oh. Alter, du. Sie wünschen?
Switch hätte ich natürlich fertig machen können. Ich kann es immer noch nicht aktivieren. Ich verstehe es nicht, warte. Das kann man sogar, kannst du diese Karte kriegen. Ach, falls ich keine Monster. Ach, jetzt verstehe ich das. Na schön, dann beschwöre ich einfach so. Pass auf. Jetzt habe ich es kapiert. Nein, ich war. Bist du so behindert? Junge, wenn du die Monsterkarte anklickst, dann wird dir angezeigt, beschwören und aktivieren. Das ist ja kein Wunder, dass ich mich die ganze Zeit da verdrücke. Ja, aktivieren ist. Alter, halt einfach beschwören die. Ist drunter. Halt einfach die Schnauze. Ja, lesen kann es. Schnauze. Wenn man sowas versteht, ist natürlich praktisch fürs neue Spiel. Alter, ich mach dich jetzt kaputt. Total. Ja. Wir machen gerade nur so eine Scheiße, ey. Das ist einfach richtig cool. Das Duell in die Länge ziehen. Ja, das Duell in die Länge ziehen ist sowieso immer eine tolle Idee. Viel Spaß. Der macht da einfach irgend so eine Scheiße. Keiner rafft mehr, was hier abgeht im Duell. Ist gerade so richtig sinnvoll. Keine Angst, Leute, ab nächster Folge machen wir wieder gescheit weiter, aber ich wollte einfach mal die Pendelmonster richtig schön ausprobieren. Bist du dir sicher? Und jetzt geht's noch 50 Minuten weiter. Nee. Schade. Muss noch duschen und ins Bett. Ach, duschen muss auch noch. Ah, ich hab morgen 2 Stunden später, also. Das ist ja kritisch. 2 Stunden. Ja, also um 9:10 Uhr fängt der Unterricht an. Arsch. Und also mache ich um 9 zu Hause. Na, ein bisschen eher. 8:50 Uhr. Ach ja. Und dann schön in Deutsch. In der 3. Stunde hören wir uns wieder Vorträge an. Ich war zum Glück schon dran, da ist das natürlich easy. Kriegst schönes Arbeitsblatt, musst du eigentlich überhaupt nichts machen. Du Sau. Das war Donnerstag schon so und Dienstag. Montag. Und jetzt ist es Mittwoch noch so und dann Donnerstag. Und dann wahrscheinlich noch nächsten Montag. Das ist ziemlich geil. Das ist natürlich chillig. Aber so richtig. Entschuldigung. Ich bin schön, wie ich angreife und sie alle wieder in Verteidigung setze, weil ich einfach keine Lebenspunkte mehr habe, quasi. Und jetzt kann ich kein Monster rufen. Warum nicht? Ich glaube, ich spinne. Ja, ne, wie ich es vorhin hatte. Ich konnte auch nichts aktivieren. Nee, ich kann jetzt einfach kein Monster rufen. Ich habe keine. Ach so. Das okay. Ist doch... Oh, nee. Das ist doch sinnlos. Warte, wenn du keine Monster hast. Du willst mich nicht angreifen. Ich habe dich übrigens am Leben gelassen. Würdest du jetzt verlieren? Du würdest echt verlieren, Mann. Ja. Ja, ich lasse dich am Leben. Ich lasse dich am Leben. Das ist nett. Das ist lieb von dir. Und jetzt aus Versehen. Ups. Ups, das wollte ich nicht. Habe ich mich verrechnet? Genau. Was könnte man denn so Schönes ziehen, was jetzt was bringen wird? Ja, eigentlich gar nichts. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ein Monster, was dich direkt angreifen könnte. Das Duell ist gerade so richtig sinnvoll. Ey. Wir lassen uns einfach so gegenseitig am Leben und so ein Mist. Keine Angst, Leute, wir werden es die nächsten Minuten dann beenden. Also, denke ich mal. Also entweder wird er jetzt einen riesen Kombi machen und mich fertig machen. Oder, oh scheiße. Ja, oder sowas passiert. Alter, das wäre jetzt mega uncool. Ja, aber trotzdem richtig knapp. Ich kann dich aber nicht angreifen. Nee. Scheiße. Ach doch, dein Monster ist im Angriffsmodus. Attacke! Spiegelkraft. Das war so arschklar. Das war so arschklar, dass du Spiegelkraft hast. Ja. Wenigstens habe ich mich selbst zerstört. Oh mein Gott, schon wieder. Naja, gut. Das war ja richtig behindert jetzt. Ich hätte dich. Also, unentschieden. Ich würde sagen, die letzten zwei Folgen zähle ich nicht dazu. Also, ich habe es ja schon mal erzählt. Wir werden irgendwann mal die ganzen Siege und Tode. In nicht allzu ferner Zeit, in so einer Special-Folge. Werden wir die alle mal nennen, beziehungsweise werde ich sie zusammenzählen. Dann werde ich halt herausgeben, wer die meisten Duelle gewonnen hat. Also, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, obwohl ich weiß nicht, weil du hast zwischendurch schon ziemlich oft gewonnen. Das ist schon krass. Und ich werde die beiden Folgen nicht dazu zählen. Also es gibt da so ein paar Special-Folgen. Wollen wir die Folgen, die abgebrochen wurden, die mit rein? Also die Duelle. Das können wir so lassen. Ja, stimmt. Das haben wir so schön begrüßt. Nee, es wird zu anstrengend. Komm, lassen wir es so. Okay, würde ich mich trotzdem bedanken. Zu faul. Ja, ich, besonders ich, weißt du.
Besonders du. Besonders ich, gerade der so lange immer. Ja, ich würde sagen, schönes kleines Testduell. Ihr habt mal die Pendelmonster gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie euch gefallen haben. Vielleicht haben sie sogar Philipp gefallen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Nö, sind scheiße. Farblich gestaltet sind sie schön. Also ich bin schon sehr gespannt, was da noch für Viecher rauskommen. Ich bin auch auf die neue Serie gespannt. Naja, ist halt Yu-Gi-Oh! Und würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi. Das war gar nicht übersteuert.